Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir also, hier, zurück, auf dem Server. Nicht auf dem Server, stimmt gar nicht, auf dem Einsitzspiel. Genau, wir spielen erstmal Isle of Zipta hier noch eine Runde. Ich habe gerade noch ein paar Infos zum Com-Server eingetragen, deswegen lag mir das noch auf der Zunge. Nee, wir sind hier heute noch auf dem Solospielstand unterwegs. Und da haben wir auch noch ein paar Sachen zu erledigen, ein paar Sachen vor. Ich guck gerade, es ist 7.55 Uhr im Spiel. Kamikaze ist noch da. Kamikaze ist, ja, großartig. Bin gerade mal überlegen, wartet mal. Kompost, Knochenmehl, Kompost. Können wir den hier eigentlich reinpacken und... Ach, dafür brauchen wir effektiven Kompost. Wie mache ich denn den? Das Blut, Rohasche und Kompost? Okay. Oder aus Mist, Kompost und Rohasche. Da brauche ich kein Blut. Aber ich habe sehr viel Blut. Hm. Deswegen... Ah, jetzt komme ich so langsam dahinter. Ich habe mich ja bisher nie mit dem Anpflanzen und so weiter auseinandergesetzt, aber verstehe ich so langsam, warum Mist immer so hoch im Kurs steht. Dann können wir ja auch eigentlich mal hier 1000 mitnehmen. Wir haben ja unten noch ein Pferd stehen. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben hier unten noch ein Pferd stehen, das kann ja die ganze Zeit Mist produzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich daran gedacht habe. Hier? Nee, sondern noch eine tiefer, ne? Ja, hier. Da steht's. Zack. Hau mal rein. Lass dir gut schmecken. Hau mal ordentlich Mist raus. Hallo Zuckerla, schönen guten Abend. Ja, läuft doch. Hier ist relativ einsam geworden. Hier gibt es gar nicht mehr so viel. Im Gegenteil, hier ist relativ viel eingestürzt. Und da, ja, ne? Die letzte Purge und so weiter. Ihr wisst schon, wie das gelaufen ist. Also was ist der Plan? Der Plan ist, die ganzen Spähberichte wegzubringen. Vielleicht ein paar Goldmünzen mitnehmen. Und dann, im Norden einkaufen zu gehen. Das ist die Idee. Genau. Hallo Smasher, grüß dich, schönen guten Abend. Brauche ich harte Arbeiter? Oder lieber Vitalität? HP sind sowieso eher mau, ne? Mit 420 ist jetzt nicht doll. Ja. Ah, es gibt noch so viel zu tun, was ich, oder Sachen, die ich gerne machen würde, ne? Ich würde gerne ja noch das Ganze hier weiterbauen. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Guck mal alleine, wenn ich jetzt mal hier hochgucke, wie viele Fundamente da noch verlängert werden müssen. Und da gibt es noch einiges zu erledigen. Und dann natürlich alles so noch verkleiden. Also ist schon noch ein gutes Stück Arbeit. Ein gutes Stück Arbeit. Denn natürlich... Warte mal, ist der hier eigentlich fertig? Hat mir jemand drin? Nee, nicht mehr. Tierpferch ist auch durch. Hier natürlich auch noch das Dach, ne? Das Dach soll hier auch noch fertiggestellt werden. Das sind halt alles sehr, sehr wertvolle Materialien, die dafür benötigt werden. Oder sehr, sehr hochwertige. Vielleicht nicht wertvoll, hochwertig. Also der Ausbau wird sich noch ein bisschen hinziehen.
Oh, der Mahlstrom geht los. Genau. Also wir werden es wahrscheinlich immer mal wieder ausbauen. Immer mal wieder ein Stückchen, immer mal wieder ein bisschen mehr. Und deswegen ist wichtig, dass die Schmieden durchlaufen, dass die Öfen durchlaufen. Alle so eine Geschichten, dass das einfach nicht zum Stillstand kommt. Ah, hier fehlt auch noch einiges, ne? Naja, und hier oben sollte eigentlich auch noch ein Dach drauf. Also auch da soll eigentlich noch was passieren. So, Abfahrt. 100 Steine. Habe ich jetzt eigentlich schon... Hier ist noch Mist. Sid, mein Lieber, vielen, vielen Dank hier für den 4. Monat. Dankeschön. Freut mich, dass du auch wieder dabei bist. War gestern Abend übrigens sehr, sehr cool, ne? Hat Spaß gemacht. Ah, guck mal hier, das Ding ist ausgebaut. Wir haben hier Stufe 2 erreicht. Das ist der Stufe 2 Schrein. Blutverschmierter Altar von Ymir. Und das hier ist eine schwere heilige Rüstung für Stärkewaffe. Und für den brauchen wir noch 400 gehärtete Ziegel, dann könnten wir den auch schon bauen. Dann hätten wir das Leuchtfeuer hier sogar schon soweit fertig. Oh, ich hoffe, der wird nicht allzu groß. Ja, war eine nette Runde und vor allem sind wir schon sehr, sehr gut vorangekommen, ne? Moment. Warum ist hier nur eine Schildkröte? Oh nein. Oh nein. Ich habe mich doch verguckt, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Spike. Wo ist kleinen Happen? Leute, das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Wo alles in der Welt ist diese Schildkröte? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Habe ich sie übersehen? Ist sie nach oben gerannt? Kann doch unmöglich geflohen sein. Eine Tür hätte so geholfen. Naja, aber... Es ist nicht euer Ernst. Hallo? Klein Happen. Was tust du hier? Wie kommt diese Schildkröte hierher? Was zum Geier? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Was ist denn hier los? Gut, komm. Komm, ich bring dich wieder zurück. Das bringt doch hier nichts. Ist sie da runtergefallen? Ich kann es mir nicht erklären. Wie hat die das denn geschafft? Die ist doch nicht hier hochgeklettert. Ist sie da runtergehüpft? Von hier? Irgendwie? Oder von hier vielleicht? Kannst du dir doch nicht ausdenken.
Man muss hier höllisch aufpassen auf die beiden. Wieselflink, die Schildkröten. Wieselflink. So. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nichts passiert. Alles ist in Ordnung. Aber... gruselig. So, Izzy beretten wir mal auch hier ein bisschen raus aus der Geschichte. So, das läuft alles noch. Läuft das hier auch noch? Ja, okay. Das läuft noch. Es ist ja wie ein Suchspiel hier mit den Schildkröten, ne? Jedes Mal sind sie wieder woanders und jedes Mal muss man wieder nachschauen, okay, wo haben sie sich diesmal versteckt? Ach, sorry. So, jetzt bauen wir doch mal so langsam. Habe ich noch Äste dabei? Nee. Jetzt bauen wir die letzte Stufe von dem Altar da oben noch. Mal gucken, was der noch so übrig hat. Für Kleinigkeiten. Ja, hier können wir eigentlich auch nochmal einen Trank mitnehmen. Der würde mir helfen. So, und dann müssen wir überlegen, wen wir jetzt hier mitnehmen. Das sieht alles schon ganz gut aus. Ich selber, das sieht auch noch in Ordnung aus. Christian war ja relativ gut. Der war ja überraschend gut geworden. Und ich glaube, den Berserker wollten wir jetzt ausbilden, ne? Genau. Und der kriegt eine Stärkewaffe, das heißt, der braucht Schleimsuppe. Zack, hier kriegst du einen Stack. So, und der braucht noch eine gute Waffe. Der braucht noch eine gute Waffe. Sternmetall Großschwert ist ja nett, aber das kriegen wir besser hin. Dann statten wir den nämlich noch vernünftig aus. Dann können wir den auch mitnehmen. Eine Rüstung hat er ja schon. Und die Frage ist, was geben wir dem? Ah, die grauen Riesensachen, die machen halt irgendwie alles andere obsolet, ne? Also es wäre halt wirklich doof, wenn man jetzt was anderes mitnimmt. Aber schaut mal, das in Kamin Großschwert ist mit Verstärkung deutlich schwächer als das Großschwert der Grauen Riesen. Ohne Verstärkung. Da können wir jetzt nochmal eine Verstärkung raufhauen. Das ist so krass. Die Axt. Die Großaxt macht einfach mal 93 Damage. Das Kurzschwert, das ist so heftig. Ich meine, man muss die Rezepte alle finden, das ist okay. Aber wenn du es erstmal gefunden hast, sind sämtliche legendären Waffen eigentlich absurd. Wie sieht denn so eine Großaxt eigentlich aus? Ja, moin. Genau. Oh, man kann sogar mit der blocken. Okay. Ich verstehe da auch nicht, was ich mache, was ich dabei gedacht habe. Und dann auch jede Waffe mit Blutschaden. Maximal overpowered. Maximal overpowered. Wirklich.
können das Ding ja mal mitnehmen. Wir können es ja vor allem noch verbessern. Das ist ja halt, das ist halt der Oberkracher. Du nimmst das Ding, knallst die Verbesserung rauf. Oder nicht? Ach, Modifikation beschädigter Objekte kann... Ja, ja, okay. Die Story. Achso, ich habe das Wissen der Großaxt gar nicht. Oh. Ich dachte, ich hätte alles gefunden bei den grauen Riesen, aber offensichtlich habe ich die Großaxt gar nicht gelernt. Ich habe bloß die normale Axt. Die Großaxt kann ich gar nicht. Ah, okay. Das heißt, mir fehlt doch nicht nur das Banner, sondern auch die Großaxt. Trotzdem, ne? Massiv overpowered. Dagegen, wenn man jetzt sonst mal halt so reinguckt, das ist halt der normale Schmied. Die auch. Ja, Schmied Level 4 wäre auch noch schön gewesen. Hatte ich ja kein Glück bisher. Was wir halt noch so an Waffen haben. Das ist ja das ein Kamingroßschwert. Dann haben wir... Das sind alles Pike. Pike. Schwert der äußeren Finsternis. Legendär. 50 Angriffsschaden. Ist halt lächerlich, ne? Schwert von Nagal. Auch 50 Teufelsknochen, Großschwert, 59, das ist so lächerlich im Vergleich und das ist eigentlich so super, super schade, weil man würde sich einfach extrem selber schwächen, wenn man nicht die, wenn man nicht die Waffen nimmt von den grauen Riesen. Was aber gleichbedeutend damit ist, dass natürlich jeder wahrscheinlich versucht, schnellstmöglich die grauen Riesen zu besuchen. Und wenn es nur zum Durchrennen ist, um die Rezepte zu lernen, ne? Ich meine, gut, du musst ja trotzdem Obsidian herstellen, ja? Also, das heißt, man muss trotzdem auf die Vulkaninsel, die ist ja auch nicht ganz ohne. Aber du hast ja dann innerhalb von kürzester Zeit, hast du ja dann diese Waffen eigentlich. Krass. Und dann sind sämtliche Belohnungen, die du irgendwo herbekommst, eigentlich obsolet. Voll schade. Okay. Na gut, ist die Frage, was man halt draus macht, ne? Trotzdem so ein bisschen sehr einfach. Die Bögen sind alle 22er Bögen. Ohne 28er Leerschmiedenbogen. Okay. 28. Was war der Bogen der grauen Riesen eigentlich? Was hat der für eine... 28, der hat auch 28, der Ketos Stimme. Hykanischer hat nur 11. Hallo Netdingster, sei gegrüßt. Lass mal nochmal gucken, was kann denn der Bogen? Okay, Bogen der grauen Riesen, auch 28 Damage, okay. Warte mal, der hier macht, Bogen der Harpie macht 22 Damage. 22, 28. Na, immerhin. Mit welchem renne ich eigentlich immer noch durch die Gegend, mit dem Kitanischen, ne? Wird auch Zeit, dass ich da mal ein Upgrade mache. Hm. Bogen der Harpie, federleichter Bogen, der hier. Die Sehne, wo kriege ich die Sehne her? Die habe ich doch bestimmt nicht. Die Sehne. Aus Seide. Zack, eine Sehne herstellen, bitte. Und dann bauen wir hier noch einen Bogen gleich zusammen. Dann tauschen wir nämlich meinen doch sehr verkümmerten Bogen aus. Nehme ich noch ein bisschen Altarium. 10 Stück. Und dann können wir gleich nochmal gucken, was wir vielleicht noch an Pfeilen herstellen können. Nur diesen, den Pfeil des Harpienkusses. Der macht auch 22 Damage. Okay. Auch noch nicht so viel gelernt.
Gesundheitsschaden 10. Gesundheitsschaden 22. Sternmetall macht 20 Damage. Der Pfeil des Harpienkurses macht einfach mal 22 Damage plus Bogen. Das ist aber schon ganz schön viel, oder? Gut, der braucht entsprechend viel Altarium, ich verstehe. Okay. Dann müssen wir nochmal überlegen, welche Pfeile. Dann sind vielleicht doch die Sternmetallpfeile die besseren momentan. Weil mir fehlt ja alle Drachenknochen zum Beispiel noch, ne? Die Pfeile sind ja auch nicht schlecht, aber da fehlt mir das Rezept noch. Da könnte man mal überlegen, ob wir nochmal mit den Machtfragmenten shoppen gehen. Ob wir da nämlich noch vorbeireiten wollen. Der Bogen dauert noch. Geschlagene. Sehen wir nicht. Dann machen wir das nämlich noch. Und welche Waffe geben wir jetzt nun dem Heini? Nehmen wir doch noch das Großschwert, weil es einfach so broken ist. Dem verfluchten Berserker. Dem müssten wir eigentlich noch was anderes anziehen, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Wir können ihm ja auch was ganz Einfaches anziehen, ne? Der muss ja jetzt nicht was mega Spektakuläres bekommen. Er kann aber auch natürlich hier so ein Goblin-Helm. Wartet mal. Wir haben doch noch Altarium. Wir haben doch noch 4 Stück. Wir brauchen nicht. Ich will nämlich dem den Helm machen. Dann können wir die ganze Geschichte nämlich umfärben. Und dann kriegt der nämlich noch eine relativ humane Rüstung. Vielleicht auch einfach die. Warte mal, ich hoffe, ich kriege das noch so zusammen, wie es sein muss. Genau. Der Armor Stand. Den kriegt er entsprechend den anderen Helm. Dann müssen wir den Helm noch umfärben. Na, wie lange dauert denn der Helm? Der Helm dauert einen Moment. Sei es drum. Nehmen wir denn noch einen Träger mit? Ne, wir reiten ja mit Pferd. Ich würde nur mit einem Begleiter losziehen, das würde reichen. Obwohl, der ist halt noch Level 0, ne? Das heißt, sonderlich tanky ist der noch nicht. Vielleicht nehmen wir Christian dann noch mit? Oder Janos? Aber die sind alle schon... Ja, die sind alle schon so gut. Das ist halt... Ich habe keinen durchschnittlichen oder keinen... Ah, der ist Level 19. Weiß auch schon... Ziemlich strong. Guck mal, den Janos haben wir gar nicht großartig ausgerüstet, ne?
Der hat hier immer noch diese 0815-Waffe. Zack. Das Upgrade verpasst. So, dann können wir aber auch gleich schon los. Wenn der Helm fertig ist. Gleich ist gut. Ach, hi, Mini. Ach, hi. Der Helm. Naja. Dauert noch ein bisschen. Dann könntest du aber tatsächlich hier schon mal mitkommen. Die Sachen könnte ich ja auch nochmal verstärken, fällt mir gerade auf. Hier, machen wir nochmal Zähne. Das ist so übel. Mir wird das immer erst zwischendurch dann bewusst, wie dolle man die ganze Geschichte eigentlich immer noch upgraden kann durch die ganzen Verbesserungen. Das verpasse ich ja meistens noch. Oder ich verpenne es einfach oder check's einfach nicht, weil ich auf dem Schlauch stehe. Das Schild kann man bestimmt auch nochmal verbessern. Obwohl das wirklich keine Verbesserung nötig hat. So, wir wollten den Bogen auch noch austauschen. Kann man den Bogen auch nochmal verbessern? Gilt das auch für Bögen? Scheinbar. Hallo Johnny, grüß dich und viel Spaß im Lurk. Noch mehr Panzerung. Stärkewaffenschaden und der kriegt eine Stärkewaffe. Das wird auch nochmal so reinhauen. Der kriegt hier nochmal 10, 15, 20. 20%. Plus das, was der Helm hier noch bringt, ne? Was bringt der eigentlich? Steht leider nicht da. Wir werden sehen. Doch jetzt. Koboldverdauung. Was auch immer das heißt. Obsidian-Pfeil. Das Rezept habe ich aber auch nicht. Moment. Nee, habe ich nicht. Hätte ich das auch noch lernen müssen irgendwo? Oder vielleicht kriege ich das auch aus dem Turm. Vielleicht. So, der ist gleich fertig. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Das Schwert. Ne, die Axt haben wir schon wieder weggegeben. Das brauchen wir nicht. Sprengpfeile, Heilpfeile, ja. Für den Fall der Fälle nehmen wir es mit. Was zu essen reicht. Elixier der Macht. Meine eigene Rüstung. Wäre nochmal eine Idee. Gehärteter Stahl. Alles für die Vorbereitung. Das Achievement jetzt bekommen habe, weiß ich aber auch nicht. Gut. So, der hat einen Verstärkungswert von 145. Okay. Und da packen wir jetzt nochmal die Rüstungsplatte drauf. 157.
Okay. So, und den Helm müssen wir jetzt noch färben. Color Picker. Okay, das Ding. Nochmal so und das. Er sieht schon geil aus. Wartet mal. Setzen wir den hier nämlich drauf. Und dann, so, wie war das jetzt? Transfer Style. Ach so, jetzt sehe ich so aus. Ja. Wieso nicht? Moment. Moment. Muss er den Tisch machen? Ja, genau. Ja, okay, stimmt, so war das. Für die. Ich habe den Tisch, glaube ich, noch nicht gebaut. Ich glaube, ich habe den Tisch noch nicht gebaut. Stimmt, so war das. Aber jetzt habe ich den Style auch. Ja, ist okay. Genau, den Fashionist Armor Table, den brauchen wir auch noch. Hier. Steine. Mir fehlen 11 Steine. Das gibt's ja nicht. Genau, ich habe immer noch das, aber der Helm ist ziemlich geil, oder? Also, finde ich ja schon ein bisschen schick. So, dann bauen wir den Table jetzt noch auf und dann sieht mein Begleiter halt genauso aus wie ich. Das kann ich bestimmt noch wieder rückgängig machen. Warte mal, kann ich das so machen? Ah, Mist. Kann ich das deaktivieren? Ah. Okay, sehr geil. Das heißt, ich habe dann nur den Helm übernommen. Das finde ich ja natürlich großartig. Ich habe das noch nie so detailliert gemacht, aber jetzt habe ich im Prinzip mein ursprüngliches Outfit und habe nur den Helm geändert. Okay. Okay, finde ich super. Okay, so. Der chimärische Berserker müsste das sein, ne? Warum sehe ich den nicht? Hier, verfluchter Berserker. Und hier kann ich das Outfit auswählen, ne? Genau, es gibt nur eins. Das heißt, Hide Helm, nee, Distribute Outfit. So, das müsste der jetzt eigentlich bekommen haben. Oder? Ja. Sehr geil. Gucken wir nochmal, wie das aussieht. Na. So können wir doch, so können wir uns doch vor die Tür wagen, oder?
Ich finde den Helm ja mega geil. Dieser Goblin-Helm. Guckt euch das an. Mir gefällt's. So, damit haben wir aber alles erledigt, außer dass der Helm hier noch eine Panzerplatte benötigt. Ah, jetzt müssen wir wieder hoch. Ich hab's falsch gemacht. Ach so, hier. So war das. Distribute Outfit. Mein Fehler. Ja, natürlich. Okay, dann könnten wir aber Janos das gleiche Outfit auch noch in die Hand drücken, ne? Weil dann sehen die wenigstens gleich aus hier und wir sind hier alle im gleichen Style unterwegs. Das können wir auch machen. Hier, Distribute Outfit, mach mal. Warum hat er bei Janos jetzt nur den Helm geändert? Leider buggy. Ging aber vorher mal. Ach so. Hm. Ich versuch's nochmal. Wenn nicht, dann machen wir das rückgängig. Nee, geht nicht. Schade. Hallo, Oba, grüß dich. Freunde, Sie mir an. Der alte Mann ist vollgefressen von deiner Babyparty zurück und braucht Bauchentspannung. Ich fange jetzt nicht an, dir die Wampe zu massieren. Aber mach's dir bequem, Oba. Mach's dir bequem. Babyparty, ja? Gab's da gutes Essen? Oder durftest du auch Babynahrung zu dir nehmen? Ich erinnere mich noch an unsere. Und die hat dazu geführt, dass ich Babynahrung noch und nöcher. Ja. Probieren durfte. Er ist so widerlich. Babybrei ist so widerlich, ich sag's euch. Ekelhaft. Das mache ich schon selbst. Es gab asiatisch. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, auch folgen bitte. So, Ferdinand folgt mir, Janos folgt mir und der andere Dude auch. Wir sind bereit für einen Aufbruch. Wir gehen shoppen. Wir gehen als allererstes shoppen und dann, ich bin natürlich wieder nicht fertig. Ich wollte einkaufen gehen und was mache ich? Ich vergesse was zum Einkaufen. Geld, Planberichte. Planberichte, Spähberichte. Spähberichte. Wo sind meine Spähberichte? Dun, 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 dun. Zack. Die gehen wir jetzt alle verhökern und gucken mal, was wir dafür bekommen. Und ich nehme mir noch ein bisschen Geld mit. Das und... ...200 Goldmünzen und 100 Silbermünzen. Ich weiß noch nicht wofür, aber wenn ich da hingehe, dann soll ich auf jeden Fall Geld bei haben.
Nimm 1000 mit. Ich wüsste nicht wofür. Ich wüsste nicht wofür. Ich brauche keine Elefantenhaut. Ich brauche keine Kamelbabys für 200. Ich brauche keine Luchsbabys für 200. Also, ich war ja da schon gewesen. Ich wüsste nicht, wofür ich das Geld ausgeben soll. Deswegen, ich nehme jetzt ein bisschen was mit, ja. Aber ich wüsste nicht, wofür. Das ist halt so gerade mein Punkt. So, den stellen wir jetzt noch ein. Nichts angreifen, so. Weil ich habe ja ein Kamel. Und ich habe auch noch ein oder zwei Luchsbabys oben im Kühlschrank. Und deswegen... Ja. Und bei den Spähberichten bin ich interessiert, was es halt dafür gibt. Da bin ich neugierig. Aber sonst... Und ich habe jetzt auch meine 20 Machtfragmente mitgenommen. Die armen Babys müssen frieren, aber sie überleben. Die sind schockgefroren, da passiert gar nichts. Die kriegen das auch gar nicht mit. Die sind schön eingepackt, tiefgekühlt. Da ist alles gut. Wir hatten vorhin schon wieder ein Malheur mit der Schildkröte. Und zwar war... Kleinen Happen war weg. Du bist so ein gemeiner Fiesling zu den armen Tieren. Ich habe, wie gesagt, vorhin war ich auf Rettungsmission unterwegs. Also, so fies und gemein bin ich gar nicht. Ich war auf Rettungsmission unterwegs, denn ich habe kleinen Happen gerettet. Der hat sich nämlich selbstständig gemacht. Und war auf Irrwegen unterwegs. Genau, auf Irrwegen. Der ist nämlich irgendwie den Hügel hochgeklettert oder was weiß ich, wie der da hochkam. Was? So, wie viel Damage macht denn jetzt der neue Bogen? Ja. Holy moly. Welches Level hatten wir jetzt schon? 3. Hat aber auch zu essen, ne? Genau, hat Stärke-Suppe. Ja, läuft doch. Wie geil ist denn dieser Helm, bitte? Mega, mega cool. Dazu noch dieser engelsgleiche Bogen mit diesen Flügeln. Sehr, sehr cool. Also ganz ehrlich, die Fashionist-Mod, ich habe mich ja noch nicht großartig mit der beschäftigt bisher, aber sie ist schon sehr, sehr cool, ne? Wenn man mal wirklich was zusammen hat. So ein paar Sachen. Oh, ich brauche ja noch Schädel. Hier, die brauche ich. Muss man eigentlich auch mal sammeln gehen. Naja, hier gibt es scheinbar reichlich. Das ist ein bisschen krass. Yeah.
Rieche ich die Schädel eigentlich auch selber? Ne, hier gibt es immer nur verdorbenes Fleisch und Knochen, ne? Schade. Ich glaube, ich brauche 20 von diesen Schädeln oder sowas. Haben die nicht gerade den Skelett hier flach platt gemacht? Schon wieder was übersehen. Danke nochmal für den konstruktiven Austausch gestern. Ach Quatsch, hör auf, dich dafür zu bedanken. Wirklich, ich habe zu danken, weil es war sehr geil. Das war, da muss ich wirklich nicht für bedanken, denn wir profitieren ja alle extrem davon. Und da habt ihr einen ganz, ganz großen Beitrag dazu. Ja, ich habe niemals damit gerechnet, dass wir schon so viel dazu beitragen können gestern. Und so weit kommen in der Planung. Also es war wirklich. Ich habe das mein Vermächtnis oder meine Tat daran war lediglich einmal einzuladen und zu sagen, hey, komm vorbei, lass mal drüber quatschen. Alles andere habt ihr ja beigetragen. Also ich habe zu danken, wirklich. Das war beeindruckend. Oder sagen wir so, ich war auf jeden Fall beeindruckt, weil ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass wir so weit vorankommen. Sonst hätte ich ja auch. Längst noch nicht. Oh, das waren alles so eine Kisten. Okay. Sonst hätte ich ja längst nicht so viel zusammenschreiben können und so weiter, ne? Ja, war auch richtig gut, auf jeden Fall. War auch richtig gut. Auch, dass wir einen Erfahrungsaustausch halt hatten, ne? So, was wir halt so von unterschiedlichen Servern halt so kennen oder halt einfach auch so. War gut. War großartig. Ich habe ein Großschwert gelernt. Esoterische Artefakte. Lernt Pergament. Ich kann ein Pult bauen, okay. Ein erhöhter Arbeitsplatz für die Aufbewahrung und Organisation von Pergamentblättern. Ein tragbares Medium für das Aufzeichnen des geschriebenen Wortes speziell behandelt, okay. Ist ganz unten bei den Waffen. Mal gucken. Das ist Spähberichte, ne? Ja. Ja, interessant. Und was ist das? Kries? Leeren Schmieden. Leeren Schmieden Pfeile. Die machen nicht so viel Schaden, ne? Okay. Ein alter, aber ausgesprochen fortschrittlicher Dolch mit den Insignien eines längst Vergessenen. Also man kann hier offensichtlich mit den Machtfragmenten sehr, sehr viel lernen, ne? Die Kriegsaxt. Hier. Na gut, die ist jetzt nicht ganz so doll. Großaxt. Ich brauche Rüstung. Schwerer Knüppel. Moment. Schwerer Knüppel. Ist das der gute? Also der richtig gute? Nur Probleme mit der Minimap.
Die ist nicht oben rechts, sondern mitten im Bild. Ich weiß nicht, wie ich die verschieben kann. Okay. Ist das die gleiche Mod, die wir jetzt hier haben? Aber hier kannst du halt über die Settings. Warte mal. Ist die Mods installiert? Okay. Ach so, du brauchst wahrscheinlich. Ich brauche wahrscheinlich Adminrechte dafür, dass ich das hier verändern kann. Moment. Nee, aus irgendwelchen Gründen kann ich jetzt hier drin. Ah, vielleicht kann ich es hier drin nicht verändern. Okay, müssen wir draußen gleich nochmal gucken. Das Wissen hatte ich leider schon. Das Wissen habe ich leider auch schon. Nein. Nochmal Großschwert. Jetzt kriege ich noch doppelte Sachen. Streitkolben. Schwert hatte ich schon. Katana. Oje. Nochmal Großschwert. Nochmal Großschwert. Ach, hey. Mir fehlt die Rüstung, ja. Schnelle Aufzüge. Schnelle Aufzüge. Schnelle Aufzüge gelernt. Da kriegt man das her. Das war doch noch so eine Geschichte. Ah. Sehr gut. Jetzt habe ich nur 6 Machtfragmente. Pergament. Pergament. Geh mal hier rüber. Nochmal Großschwert. Ach komm. Streitkolben. Und schwere Rüstung der lautlosen Legion. Oh mein Gott, ne, mittelschwere. Na, immerhin. Immerhin. Immerhin eine Rüstung noch bekommen. Da ist er. Ah, nicht die wirklich gute, ne, aber. Uiuiuiui. Ja, aber mir macht Fragment. Doch, eins habe ich noch. Und nochmal das. Mm. Also ich sag mal so, wenn man hier als Clan reingeht oder sowas, um ein paar Rezepte zu sammeln für alle, dann ist das hier gar nicht so verkehrt. Aber jetzt so alleine ist es nicht, ja, ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt so viele Sachen dabei waren, die mir nichts bringen, ne? Das ist halt ärgerlich. Schon ein bisschen ärgerlich. Naja, will mich nicht beklagen. Aber da muss man scheinbar ganz schön Zeit investieren, um die ganzen Machtfragmente zu sammeln. Um dann halt da wirklich alles freizuschalten. Und ja, die größte Hoffnung hatte ich tatsächlich auf eine Rüstung gesetzt. Thank you.
so, das Pferd levelt ja auch noch mit die ganze Zeit, ne? Und der ist schon auf Stufe 7. Ja, das läuft. Die meisten Machtfragmente hast du bei den grauen Riesen gefarmt. Ja, muss man wahrscheinlich auch wirklich dann halt mal nur für Machtfragmente unterwegs sein, ne? Jetzt muss ich aber die ganzen überschüssigen Rezepte doch nochmal wegbringen, weil das müllt mir sonst halt auch das Inventar voll. Keine verwirrten verwitterten Schädel, verwirrten Schädel, ich weiß nicht mehr. Keine Schädel, ich brauche Schädel. Schädel, Schädel, Schädel. Wenn ich schon mal hier bin, dann brauche ich wenigstens ein paar davon. Aber die kommen alle. Ja, für die Zauber, genau. Ich dachte, ich hätte vorhin einen Run gehabt, aber da waren nur ein paar dabei. Jetzt kam hier nicht ein einziger mehr dazu. Blöd. Naja. Jetzt kann ich, wie viel ich jetzt hier habe. 4. Ich glaube, ich brauche 20 oder so. Aber wir gehen heute sowieso noch zu Skeletten. Von daher ist das nicht so schlimm. Da haben wir noch eine Chance. Das ist das Klopapier, aber ist es nicht. Immer wenn ich das hier sehe, diese Wundverbände, denke ich an Klopapier. Weil es aussieht wie, wie Klopapier aus recyceltem Papier. Weird. ja. Ja, Leute, wenn ihr Interesse habt an dem COM-Server, ne, der startet im Februar, Anfang Februar, erster Freitag im Februar, dann Ausrufezeichen COM-Server, da habe ich ein paar Infos zusammengepackt. Hallo Golle, schönen guten Abend. Genau, Ausrufezeichen COM-Server, da findet ihr dann einen Link zu allem weiteren Informationen, was halt jetzt schon soweit zu kommunizieren ist. Ein paar Sachen sind natürlich noch zu klären, beziehungsweise halt abzustimmen. Aber... Und der Großteil eigentlich steht soweit. Was halt noch zu klären ist, sind halt so ein paar, in Anführungszeichen, Spielregeln, ist mir so eingefallen. Da überlege ich mir dann was, was man halt am Anfang so für Serverregeln hinschreibt. Also da wird jetzt nicht großartig was Spektakuläres kommen. Teile ich euch aber auch natürlich rechtzeitig auf Discord mit, sodass ihr da überhaupt nichts verpasst. Genau. Trägerstufe 2. Habt ihr über das Finanzielle gesprochen? Naja, letztendlich gab es in letzter Zeit hier so viel Unterstützung, dass ich natürlich sage, dass ich das Ganze übernehme. Deswegen, ich habe ja auch gesagt, es gibt einen neuen COM-Server, also stelle ich das auf die Beine. Und kümmere mich drum und deswegen gab es da nicht so viel zu besprechen. Aber es wurde auf jeden Fall auch schon angeboten, da zu unterstützen. Ich habe gesagt, ich mache mir Gedanken dazu. Was kostet denn so ein Server? Ich muss ganz ehrlich sagen, soweit bin ich noch nicht. Aber es wird nicht die Welt sein.
Ja, es wird nicht die Welt sein. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, wie viele Slots wir haben wollen. Und das kommt natürlich davon ab, darauf an, wie viele mitmachen wollen. Aber ich habe mir darüber noch keine Infos eingeholt. Soweit bin ich noch nicht. Das kommt jetzt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Wenn alles gut läuft, dann gucke ich mir das Ganze am Mittwoch an. Na? Genau. Aber wie gesagt, was hier so im letzten Monat abging, ist für mich gar kein Thema, da nach Unterstützung zu fragen oder sonst irgendwas. Also so viel kann es gar nicht sein. Also für 2-3 Monate, was wir jetzt da erstmal gesagt hatten, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das großartig ausufert. Ja. Hallo Drumdrum. Also für 10 Slots für 30 Tage 11 Euro. Ja, dann sieht er. Also das ist ja gar kein Thema. Muss ja trotzdem nicht sein. Das ist super lieb, dass du das sagst, Smasher. Ich mache mir Gedanken zu, oder? Weil letztendlich, ich will auch ganz ehrlich sein, wenn es halt darum geht, dann, dass ihr euch da beteiligen wollt und so weiter und ihr, ne, dann macht es halt keinen Sinn, das Ganze hier über Twitch zu machen, weil Twitch sonst einfach was davon abbekommt. Ja, ganz klar. 40 Slots, 30 Tage, 26 Euro. Ja, okay, dann würde mich überraschen, wenn wir also 40 Slots brauchen, aber gucken wir mal. Also es wäre aber Quatsch, wenn wir sagen, okay, dann das Twitch davon mitverdient sozusagen, da hätte ich, das wäre, finde ich dann auch nicht richtig. Von daher. Da gucken wir dann einfach mal. Warte mal, was läuft mir jetzt hier noch hinterher? Wie gesagt, detaillierte Gedanken dazu habe ich mir noch nicht gemacht, aber genau. Kannst du die Kohlenpfannen da eigentlich anmachen? Nee, kann ich glaube ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen. PayPal, genau. Oder ich hatte auch mal einen Donation-Link. Aber ganz zum Anfang, also unten in den Paneelen, gab es mal eine Möglichkeit zu donaten. Ist aber schon seit vielen, vielen Monaten raus. Aber PayPal würde natürlich grundsätzlich auch gehen. Klar. Deswegen, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man sich dann anschauen. Genau, aber wie gesagt, das ist auch sowas, was ich mir noch überlege, wie es am sinnvollsten ist, aber ja, das sind so die Optionen. Entweder über den Link, wie gesagt, über einen Donation-Link oder halt dann über PayPal direkt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich hiervon alles schon kann und was nicht. G-Portal bietet das auch an? Na, dann können wir da auch nochmal gucken. Das Wissen habe ich bereits alles, ne? Hm. Ich gucke es mir deswegen an, weil das ist super lieb von euch. Pergamente kann ich benutzen. Was, dieses Wissen bereits? Naja. Machen wir es so, dass ich Bescheid gebe, okay? Ich sag einfach Bescheid. Wenn wenn es die Möglichkeit gibt. Aber ich bitte, fühlt euch nicht dazu verpflichtet, ja? Weil ich habe gesagt, ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock, das zur Verfügung zu stellen. Ich habe Bock, sowas anzubieten. Und dann dann ist das auch für mich klar, dass das da unabhängig von irgendwelchen Spenden eurerseits ist. Ne? Wie viel zwackt denn Twitch ab? Naja, ich sag mal so,
Ich bin nicht mal sicher drum, ob ich das so sagen darf, aber man kann es halt auch nachlesen. Was ich aber sagen kann, ist, wovon Streamer am meisten haben, sind halt Donations. Weil Donations an Twitch vorbeigehen. Also Donations kommen halt fast 1:1 an. Dann als nächstes sind es Bits, meine ich. Obwohl Bits und Subs nehmen sich nicht viel. Und das Schlechteste für einen Streamer ist Werbung. Ja, also Werbung, die jetzt bei Twitch geschaltet wird. Da reden wir über Cent. Ja, also wirklich ein Bruchteil. Beziehungsweise wenige Euro pro Monat durch die Werbung, die immer mal wieder eingeblendet wird. Also das ist wirklich fast komplett zu vernachlässigen. Ja. Deswegen eigentlich, wenn es nur danach gehen würde, dass ich versuche, das Ganze zu monetarisieren oder versuche damit halt eine Art Einkommen zu generieren, dann müsste ich euch ständig darauf hinweisen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann donatet. Das würde tatsächlich für mich am meisten bringen und am meisten hier hängen bleiben. Dann wären aber gewisse Funktionen halt für euch nicht verfügbar. Ja, zum Beispiel Emotes oder sowas. Das funktioniert halt auf einem anderen Weg. Ja. Dann mache ich mit Donations alles richtig. Genau. Ja, wenn du. Also Donations heißt in dem Fall Spenden. Das geht bei meinem Kanal jetzt hier gerade nicht. Wenn du aber in einem anderen Kanal, sage ich jetzt mal, direkt Geld spendest, dann kommt dort am meisten an. Genau. Und mit verschenkten Subs machst du viele glücklich, weil letztendlich Subs sind so ein Community-Ding. Mit Subs kann man natürlich die Emotes freischalten oder man kriegt mehr Kanalpunkte, die man halt mehr einsetzen kann. Man kriegt keine Werbung. Ja, mein Kanal ist halt komplett werbefrei, wenn man hier Subscriber ist. Das sind so Sachen. Das sind so die Vorteile und deswegen verschenkte Subs sind halt auch immer großartig, weil Leute dann halt, die vorbeikommen, keine Werbung sehen. Und natürlich unterstützt das Ganze auch. Ja. Es gab vor einer Weile mal einen Leak, wo ganz viele Einnahmen von großen Creatern geleakt wurden. Und es gab eine Zeit, wo bei Twitch noch Exklusivverträge möglich waren. Ja, also unabhängig vom Standard. Mittlerweile ist das aber, glaube ich, nicht mehr so. Also die sehr, sehr alte und Verträge haben, die sehr, sehr erfolgreich sind, die haben mitunter noch besondere Verträge. Aber das gilt nicht für mich. Ich bin ja nicht mal Partner. Ich bin ja nur Affiliate. Von daher, ja. Sie haben definitiv nicht nur einen kleinen Beitrag geleistet, Oberhaar. Ich meine, das ist enorm, was du hier abgefeiert hast. Definitiv. Ja. Deswegen, was ich meine, ist halt nur so von der Wertigkeit, die wo halt was beim Creator halt ankommt. Ja. Da ist Werbung definitiv an unterster Stelle. Deswegen ist zum Beispiel auch ganz interessant, ganz große Creator mit sehr großer Reichweite, die sind zum Beispiel unabhängig von Subs und von Bits. Natürlich kriegen die viele Subs, natürlich kriegen die auch viele Bits und so weiter, aber die wollen sich eigentlich über Corporations finanzieren, tragen und so weiter. Ich meine, das ist 100% von deren Lebensunterhalt, also. Ja, und die sagen, das Geilste für deren Community ist es eigentlich, wenn die Kooperationen, die sie halt haben, so lukrativ sind, dass sie keine Subs benötigen, keine Bits benötigen, um halt ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Das ist so die Traumvorstellung, sage ich jetzt mal, ne? Also Kooperationen wie denn zum Beispiel mit Firmen, die dann halt Werbung einblenden, wo dann halt hier oben im Kanal irgendwo dann ein Werbebanner läuft oder eine Werbeanzeige zu sehen ist oder sowas. Oder unten in den Paneelen dann halt auch Werbung ist. Das ist eigentlich so die Wunschvorstellung, weil das unabhängig von der Plattform ist. Und das ist das Attraktive. Weil wir im schlimmsten Fall, wenn Twitch von heute auf morgen nicht mehr da ist, dann
geht für viele halt einfach einiges in die Brüche. Ja, irgendwo nachvollziehbar, ne? Genau. Also, jede Unterstützung hilft. Definitiv. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber wenn es wirklich darum geht, was hilft am meisten, dann gibt es da schon Unterschiede. Hat halt alles Vor- und Nachteile. Also, früher war es auch mal so gewesen, dass halt Partner grundsätzlich nach einer gewissen Zeit und mit einer gewissen Zuschauerschaft halt nach einem besseren Payout fragen konnten. Und da geht es immer nur darum, wie viel von einem Sub darf denn der Creator behalten und wie viel bekommt Twitch. Als Streaming-Plattform hat Twitch übrigens den schlechtesten Payout. Ja. Da gibt es andere Plattformen, die da weit, weit mehr den Creatoren zugeben und selber weniger behalten. So, Moment. Jetzt muss ich mir erstmal sammeln. Wir waren eben einkaufen. Jetzt wollen wir woanders hin. Ja, es ist so. Es ist aber auch immer zu niedlich. Denn wir beobachten sie immer noch über das Babyphone. Und also ich jetzt hier nicht. Heute nicht. Morgen ja. Und jedes Mal, wenn wir das machen, dann sehen wir ja, was sie tut. Und heute ist meine Partnerin dran, die beobachtet halt die Kleine die ganze Zeit. Und die hat schon gesehen, dass sie dann halt irgendwie losgeflitzt ist und aufgestanden ist. Und kam dann gerade die Treppe hochgestürmt. Weil die Kleine hier natürlich nicht reinplatzen soll oder nicht halt dazwischen funken soll. Zum einen, weil es viel zu spät ist und vor allem, ja, weil es halt natürlich auch nichts ist, was für sie hier ist. Also das Spiel ist ja nun wirklich nichts für eine Dreijährige. Du siehst den Chat auf dem Tablet nicht. Kannst du den ausklappen? Und nutzt du die App? Das sind so die ersten beiden Fragen. Also du kannst den Chat, glaube ich, ausklappen. Dann ist die Ansicht aber sehr, sehr klein. Na gut, wenn du ein Tablet hast, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber auf dem Handy. Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Anzeigemodi in der App. Oh, jetzt hänge ich hier in dem... Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, das hängt doch so ein bisschen... Also wenn... Wahrscheinlich nimmst du es denn im Querformat, ne? Ich versuche mal eine ruhige Ecke zu finden, dann versuche ich das mal nachzuvollziehen. Aber ich habe es auf dem Handy ja auch aktiv. Sekunde. Und dort kannst du... du kannst meistens den den Chat ein- oder ausblenden. Ja. Sieht so aus, dass es lädt. Dann vielleicht einmal die App nochmal neu laden. Vielleicht hat er, weil Chat und Bild sind grundsätzlich unterschiedliche Server. Genau, vielleicht die App neu starten. Das klingt total blöd, aber Chat und App sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Server. Das kommt von unterschiedlichen Providern, glaube ich sogar. Also die Verknüpfung da landet dann halt bei Twitch, aber beides kommt eigentlich von unterschiedlichen Stellen. Deswegen gab es zum Beispiel auch mal so einen Fehler, dass bei Twitch die Anzeige des Videos funktioniert hat, aber dass der Chat nicht funktioniert hat. So eine Situation gab es mal. Und es lag daran, weil das halt unterschiedliche Server sind. Oder
das unterschiedlich zur Verfügung gestellt wird. Hier war ich noch nicht. Aber wir nehmen hier sehr, sehr gerne Loot mit. Oh, chemische Fellhandschuhe, stygischer Speer. Aber hier gibt es vor allem viele Leute, ne? Vor allem gibt es hier Alchemisten, habe ich jetzt festgestellt. Okay. Hier gibt es viele Leute auf kurzer Distanz. Hier würde sich so ein Opferstein auch sehr, sehr lohnen, ne? Hier gibt es was zu tun. Moment. Was gibt es da oben zu lernen? Du brauchst dafür eine Schaufel. Das Schaufelgeheimnis. Oh je. Das Schaufelgeheimnis ist ja auch noch nicht gelöst. Das hatte ich schon ganz vergessen. Ja, aber sonst fällt mir ehrlich gesagt auch nichts ein, warum das auf dem Tablet nicht funktionieren sollte. Das sind so... Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob noch irgendwas ist. Aber... Nee. War ja noch ein Dungeon. Vielleicht kriege ich für die Spähberichte eine Schaufel? Maybe. Tja, hier gibt es leider nicht mehr zu holen, ne? Auch die Kopfgeldjagd ist hier eigentlich... Ja. Ach, da sind die. Ach da. Ja, moin. Hat sich einfach so eingereiht hier, der Typ. Ist auch schon Stufe 8. Ja, drumherum, ich hoffe, du kriegst es gefixt. Ich hoffe, es klappt.
So, das war das Spinnennest hier. Oh. Huch. Huch. Was habe ich denn hier gefunden? Ach, Hajimini. Okay, Moment. Erstmal fokussieren. Dicke Spinne. Aber guck mal, die ist gar nicht so schwer. Aber ich glaube, wir sind einfach mittlerweile auch sehr, 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 sehr strong hier. Was ist das? Der Nemedia. Mittelschwere Rüstung. Karmic. Aha. Gibt es noch einen Dietrich dazu? Ja. Interessant. Ein alter, zerbeugter Helm nemedischer Marat. Kommt man hier um die Ecke und mir nichts, dir nichts, steht hier so eine Dreier-Spinne vor dir. Die hatte ja auch den Dungeon bewacht, ne? Mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Verkrüppelndes Gift, das wird ja immer schöner. Spinnenfäden gibt's auch. Ja, Spinnfäden sind super für Seide, ne? Ich hätte jetzt aber auch die meiste Seide... Oh, da ist noch eine Dämonenkönigin. Oder eine Dämonenspinne ist es. Nicht Dämonenkönigin, Dämonenspinne. Der ist cool. Schau mal, was der kann. Mittelschwere Rüstung. Karmic steht da drauf. Und legendär. Was steht da noch? Dieser Helm mag zwar zerschunden sein, bietet aber immer noch hinreichend Schutz. Wird er getragen, repariert er bei jedem erlittenen Treffer die ausgerüstete Waffe des Trägers. Okay. Okay. Krass. Das ist wirklich ziemlich stark. Kriegen wir das Vieh auch noch hin? Das ist, glaube ich, nur so eine einfache, ne? Ja, so eine einfache. Ach, das ist ja auch nochmal ein Dämonenspinnen-Dungeon. Ah, okay. Sowas ähnliches, wie wir es auch bei uns in der Basis haben, ne? Den Helm würde ich wahrscheinlich ausrüsten, wenn mein Streitkolben den Geist aufgibt. Dann ist der Helm natürlich großartig. Ist zwar schwächer in der Panzerung, aber die Eigenschaften sind natürlich hervorragend.
Für Begleiter, da geht er nicht kaputt. Oh, er ist voll. 1800 HP. Oh, der geht nicht so schnell kaputt. Ja, 1800 HP. Aber für Begleiter macht ja... Macht doch... Moment. Das müssen wir... Das können wir mal... probieren. Repariert der meine Waffe? Das wäre jetzt interessant. Das ist wahrscheinlich ein ganz wilder Take, aber... Wenn er meine Waffe repariert, während er das trägt... Das müssen wir mal beobachten. Also meine Waffe hat jetzt 610. Hast du schon Factorio gespielt? Nee, noch nicht. Sagt mir nichts. Was hatte ich gesagt? 600? 10. Nee, damit hat nichts zu tun. Also bei meinem Begleiter bringt der Helm leider nichts. Außer, dass er nicht kaputt geht, ja. Sonst bringt er aber nichts. Was ist Factorio für ein Spiel drumherum? So meinst du das? So meinst du das? Gut, die ist Full HP, aber wenn man denen eine kaputte Waffe gibt oder sowas, hier, bei dem würde das Sinn machen, ne? Warte mal. Was sagen wir, tauschen einfach mal die Waffen. Der kriegt die und der kriegt die und der kriegt den Helm. Dann repariert der mir das Großschwert. So können wir das machen. Oder ich gebe dem dann meine kaputte Waffe. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. So ein bisschen wie Anno. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich schreibe es mir trotzdem mal auf. Ich habe hier so eine kleine Liste an Games, die ich mir mal angucken will. Also, die gucke ich mir an und überlege dann, ob die was ist. Okay, jetzt habe ich das aber verstanden, was sie mit dem Begleiter meint. Das heißt, wenn meine Waffe kaputt ist... Wenn meine Waffe kaputt ist, setze ich einfach die Waffe bei meinem Begleiter halt ein. Und der macht dann Damage und repariert dann meine Waffe. Und wenn die wieder vollständig repariert ist, dann kann ich den wieder zurückbekommen. So macht das Sinn. Oder halt sämtliche andere Waffen, die halt irgendwie kaputt sind, kann der halt reparieren, ne? Das ist schon smart. Guter Helm, ne? Ziemlich strong. So, da gibt es die Kamele. Wir reiten aber durch. So, ich klappe jetzt hier doch nochmal jeden ab und gucke, ob mir hier irgendjemand eine Schaufel verkauft. Ich muss dieses Schaufelmysterium ja noch lösen. Ich habe ja immer noch keinen Plan. Aber ihr wollt alle nicht mit mir quatschen. Wir müssen mal gucken, was wir für die Spähberichte jetzt bekommen. Verkaufst du die? What can I get you? Nee, du gibst mir ein Schuhschnabelei. Ach ja, ich habe ja noch eine... Farewell, Exile. Das ist wieder so gefährlich. Well, well. Look what the tide washed up. Kaufen. 25 Goldmünzen für Spähbericht. Sharp blades and strong winds, friend. Moment.
You can walk out of here with a bargain. Ich will doch gar keinen Spähbericht kaufen. Hä? Kann ich die hier nicht verkaufen? Warum bietet die einen Spähbericht zum Kauf an? Ich will gar keinen kaufen. Ich will die loswerden. Hä? Habe ich hier schon wieder was verwechselt? What'll it be? Safe travels, exile. What can I get you? You buying? Come again. Oh, ich habe schon wieder das dumpfe Gefühl, dass ich schon wieder was verpennt habe hier. You can walk out of here with a bargain or a frown. Your choice. If you got coin to spend, I've got goods to sell. What'll it be? Nee, ich will nichts kaufen, ich will verkaufen. Eieiei. Bitte hört doch auf damit. Kaufen, Elefantenhaut, kaufen. What'll it be? Farewell, Alex. Buy something I haven't got all day. My stock is limited, so buy now. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ich wollte schon sagen, weil warum sollte ich denn die Berichte kaufen wollen? Ich kann ja nichts mit denen anfangen. You still alive? What news of the Isle? Sharp blades and strong winds, friend. Gut, 25 ist natürlich auch sehr, sehr angenehm, ne? 25 Münzen. Ein Spielbericht relativ wertvoll. Was ist das? Frau Lehmann, die Katze. Ja, mein Problem gerade mit der Katze ist, ich habe Angst, dass die kaputt geht, weil ich will von hier aus jetzt noch weiter. Also meine Idee war jetzt nicht direkt wieder zurückzureiten. Und bevor ich mir den Groll wieder einfange, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Angst, ein Schuhschnabelei zu kaufen, weil ich Angst habe, das Ei geht kaputt. Und dann gibt es wieder Mecker. Zurecht. Der kommt so oder so, der Ärger? Ja. Nun. War ich hier schon? Katzen gehen nicht kaputt? Ich weiß nicht, irgendwann wahrscheinlich schon, oder? Was ist das hier? Das U-Boot fährt oder was? Also. Warum kann man denn unter Wasser sich bitte auf ein Pferd setzen? Was ist das denn? Hat sich denn das überlegt? Natürlich, es war ein Seepferd. Natürlich, ich bin nicht selbst drauf gekommen, aber ja, das ist ein Seepferd. Ganz offensichtlich, es gibt gar keine andere Lösung. Es war ein Seepferd. Oh, Rang. Essen fürs Seepferd. Seepferd mag übrigens Ranken. Absurd.
Geil. So, hier gibt es aber nichts Besonderes mehr. So, da sind wir hier aber jetzt schon wieder durch. Dann können wir hier wieder weg. Okay, das heißt, das Einzige, was ich hier wirklich mitnehmen konnte, waren jetzt... Na gut, ich hätte die Spinneneier auch noch mitnehmen können, ne? Aber ich sehe mich da schon wieder auf Schwierigkeiten zulaufen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme Spinnenei mit, pack das in den Kompost, dann läuft der Timer wieder, ne? Genauso wie mit dem Schuhschnabel. Hallo Miezekatze. Na komm, wir nehmen mal eine mit. Was steht drauf auf der Uhr? Die laufen nicht ab. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Oh, wer bist du? Steinnasenei. Stunden. Okay, die Steinnaseneier halten eine Weile. Sehr gut. So, wer bist du? Ihr wollt alle nicht quatschen. Ihr auch nicht. Okay, warte mal, drück E. What'll it be? You come back whenever you want. What will it be? You can walk out of here with a bargain or a frown. Gab's nicht irgendwo eine Spinne? Nein. Hört doch mal bitte auf mit dem Mist. Okay, wir haben jetzt drei Steinnasen gekauft. Mit dir können wir nichts mehr machen, aber oben gab es noch... Hier gibt es Schuhschnabel, ne? Okay, die haben auch 24 Stunden. Irgendwo gab es noch Spinnen. Obwohl Spinnen ja nicht so cool sind, ne? If you've got coin to spend, I've got goods to sell. What will it be? I'm not you. What can I get you? Okay, die halten alle 24 Stunden. Dann haben wir wirklich keinen Stress. Dann nehmen wir die jetzt einfach mit. Haben natürlich noch viel zu viel Geld übrig, aber sei es drum. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich auch gar kein Geld mitnehmen müssen, ne? Aber keine Schaufel. Wir gucken nochmal hier unten, ob die vielleicht eine Schaufel, aber ich meine nicht. Ich hatte die, glaube ich, auch schon mal alle angesprochen. Ja, verrückt. Nee. Die wollen alle nicht handeln. Also bin ich erzählen, dass es auf dieser ganzen Insel keine Schaufel gibt.
Na gut. So, was ist der nächste Plan, der nächste Schritt? Wir reiten hier einmal drumherum und dann möchte ich gerne den Bereich hier oben mir anschauen, was es da so gibt. Und dann gehen wir noch weiter auf die Säbelzahn-Tigerinsel. Da waren wir nämlich auch noch nicht durch. Da war ich schon einmal, musste dann aber abbrechen. Und ich glaube, ich bin nicht bis zum Ende durchgekommen. Das ist hier wieder dieser gefährliche Strand, ne? Hier gibt es überall diese Springschildkröten. Muss man aufpassen, hinter jeder Ecke, hinter jedem Busch könnte so eine Springschildkröte sitzen. Was gibt's dort eigentlich? Nischt. Da hinten ist auch schon der Wald. Ohne Mist, ne? Die Steine sehen teilweise aus wie Schildkröten. Ich habe schon ein richtiges Trauma mit der ganzen Geschichte. Zu Recht. Oh, guck mal. Ein kleines Krokodil. Ich petze alles. Schaufeln findet man übrigens angeblich in Kisten. Dann war ich bisher noch an den falschen Kisten scheinbar. Also, ich bin gespannt. Wir gucken mal. Ich habe ja auch so ein paar Sachen noch nicht mir angesehen. Pass bloß auf, ich petze alles. Ich gebe mir Mühe. Offensichtlich, ja. Ja. Sonst hätte ich sie schon. Richtig, ja. Es gibt ja noch ein paar Spots, wo ich halt noch nicht war, ne? Offensichtlich da, wo es die Schaufeln gibt. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass die nicht zu 100% dort zu finden ist, sondern dass man die Schaufel nur manchmal findet. Auch eine Option. Ich habe jetzt aber gar keine Lust, jetzt jedes... Jede Schildkröte halt hier, jede Schildkröte, jedes Krokodil hier anzugreifen, ne? Genau, random. Ja, man muss auch mal mit einem Faustkampf hier das Krokodil im Faustkampf herausfordern. Wait a second. Der Krokoboxer. Aber das Dämonenkrokodil hier wollte schon wieder mir ans Leder. Kann ja wohl nicht wahr sein.
Das gibt bestimmt extra Punkte. Das wäre auf jeden Fall angebracht. Ich finde auch, wer ein Krokodil mit Fäusten erlegt, sollte extra XP bekommen. Oder eine Schaufel. Es ist Rache-Kroko, es rächt sich wegen der Schildis. Das war schon das zweite jetzt, ne? Das zweite Dämonen. Kannst du mal auf der Map M7 zeigen? Ja, gleich, warte. Ich bin hier jetzt gerade bei 13 Ludwig. 13 Ludwig. Bei M7? M7 ist ganz im Süden, da war ich schon. M7 war sogar in dem Anfangsgebiet, wo ich war. Nicht direkt das Anfangsgebiet, aber in dem Bereich habe ich immer meine ersten Arbeiter geholt. Ja. So, und hier kommen wir jetzt gleich zu dem Gebiet, wo ich noch hin wollte. Hier gibt es nämlich viele Toten, Untote und viele Skelette vor allem. Und mindestens 3 mit 3 Schädeln. Die fiesen Skelette, genau, ja. Die sind tatsächlich ziemlich garstig. Okay. Die sind recht garstig. Wie geht's euch denn hier eigentlich? Du bist Level 10 und hast Vitalität bekommen. Sehr schön. Du hast noch gut zu essen. Das sieht auch gut aus. Janos. Okay, let's go. Hier war ich schon mal gewesen. Also heute zweiter Auftritt. Und hier gab es aber zu viele echt fiese Skelette. Das habe ich damals nicht überlebt. Oder hätte ich nicht überlebt, wäre ich in den Kampf reingegangen. Hier hinter zum Beispiel sitzt auch eins. Miese Nummer. So, das nehmen wir uns als erstes vor. Können vor allem nicht bluten, ne? Fünf Stück sogar, okay. Dass sie nicht bluten, ergibt es durchaus sehr. Wahrhaftig. Meh. Warum gibt es hier so viel Roheisen? Okay, Nummer 1. Plus Machtfragment, ne? Nehme ich auch sehr gerne. Wir müssen auf die kleine Insel auf jeden Fall auch nochmal gucken.
Guck mal, da stehen ganz viele Skelette. Sehr schön. Brauchen wir nur noch ein paar Schädel. Kriege ich hier wirklich nicht die Schädel raus? Nicht mal random irgendwie ein bisschen? Nee, machst du nix. Kleine Trinkpause, gute Idee. Nix. Jetzt fangen die endlich mal an. Fleisch, aber vielleicht probiere ich gleich auch nochmal. Zum Wohl, Obaha. Prost. Nur Fleisch. Da. Das habe ich mir nämlich vom letzten Mal noch gemerkt, als wir hier waren. Hier gibt es nämlich immer mal wieder in der Nähe von der Mauer Kisten im Wasser. Your death will be as meaningless as your life. Tatsache mit Fleischerbeil. Danke, Smisher. Tatsache. Ich meine, das ist wahrscheinlich kein Zufall, du hast es wahrscheinlich gewusst, aber... Trotzdem danke. Nicht gewusst, dann auf jeden Fall eine gute Eingebung. Und einen untoten Hyänenkopf gab es jetzt auch noch dazu. So, und da oben steht so ein Dude. Oha, gibt es ja einige hier. Ja, die anderen beiden werden auch Level 3 sein, ne? Den kenne ich aus der Arena. In der Arena hast du den Dude doch auch, wenn du vorne reingehst, dann steht er doch da auch direkt in dem Sand ein. In dem. Umringt von anderen Skeletten, wo ganz viel Sand noch ist, bevor man in diesen Kartenraum reinkommt, ja. Ja.
Der hat bestimmt eine Schaufel. Na, das wär's ja. Jedenfalls der Knochen, Hexenfeuer. Warum das? Also nur Scam. Okay, wir gucken weiter. Irgendeiner dürfte hier auf jeden Fall mal die Schaufel gönnen. Aber wir sind hier schon sehr, sehr solide unterwegs. Blitzsicht. Na, das Interessante ist wieder das Machtfragment, ne? Der hat wirklich nur verdorbenes Fleisch gedroppt. Ist nicht sein Ernst. Na, immerhin Nachschubmaterialien. Okay, wir haben ja noch mehr Chancen. Wir haben ja noch ein paar. Bei dem Skelett müsste Säure ganz gut gehen. Du meinst, um die Knochen zu zersetzen mittels Säure? Es lohnt sich auf jeden Fall, auch noch auf die Türme raufzuklettern, habe ich gerade gesehen. Ja, oder Gift, ne? Wohl Gift. Maybe. Blut auf jeden Fall nicht, das macht ja auch gar keinen Sinn. Achso, du meinst, dass es dann sozusagen Säure mehrfach effektiv wäre? Weil sie schon eine Resistenz gegen Blutung haben? Zwei Machtfragmente. Nice. Halt. Today we arrive. Before we land, I will summarize the information I have gathered about the island from sailors' tales, scouting expeditions and reports from the early colonists. Geographically, the island lies just a few days' journey southwest of the port of Kemi. From what I could glean, it has been used as a stopover by sailors for centuries, as a place to gather fresh water and supplies. The sailors I have spoken to describe it as a vibrant place, with good timber forests on the eastern shore and high peaks on the western shore. Wildlife is abundant, though particularly fierce, if the stories I'm being told are true. And this is the real crux of things. The sailors also spin fanciful tales of dark shapes and ruins, of an ancient city haunted by undead, and mysterious structures that glow with unearthly light. And at the heart of the island, a tower built of material that no man has ever before seen. Our scouts have confirmed the existence of the tower and the ruins. Though, if I were to speculate from the descriptions, they are Asheronian in origin. If Asheron once had a presence on this island, then the stories from the sailors are more believable.
Men have long memories of haunted Acheron. Threa has come to tell me to join them on deck. We are closing in on our new home, and the prince requires my presence. Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Oder schöne Erläuterung hier. Wofür die Insel mal genutzt wurde. Da ist noch eine Kiste. Ich habe sie vergessen. Mist. Gerade übersehen. Da müssen wir nochmal ins Wasser. Von links ist auch noch einer. Ja, den kenne ich auch noch. Genau, also da gehen wir auch nochmal lang. Ich wollte jetzt hier noch erst das Ganze abschließen. Oh, 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 oh. Nein. Okay. Und wie gesagt, die Kisten im Wasser müssen wir noch holen. Plündern, plündern. Diese verdammte Gier. Das ist eher Fear of Missing Out. Ich habe Angst, dass ich tatsächlich irgendwas liegen lasse, was wertvoll ist. Zum Beispiel, wenn ich in eine Kiste nicht reinschaue, könnte da die Schaufel drin sein. Woher soll ich wissen, dass ich alles gesehen habe, ohne dass ich halt in jede Kiste reingucke? Das ist halt eher so das... Die Herausforderung, ja. Das ist natürlich aber auch mal Müllkisten. Naja, ist also eher die Angst, etwas zu verpassen. Ah, Schädel, sehr geil. Wenn immer mal wieder zwei Schädel droppen, ist natürlich noch umso besser. Aber ja, das Spiel verleitet ja auch so ein bisschen dazu, dass man einfach sehr viel mitnimmt, sehr viel lootet. Du weißt nie, wofür es mal gut sein könnte. Also, nach dem Motto, haben ist besser als brauchen. Das trifft hier eindeutig zu, ne? Schwarzsegelhafen, okay. Aber schau mal, schon 9 Schädel, ne? Ja, ist er doch. Da wird jetzt so viel Crap gedroppt, ja. Das denke ich halt auch manchmal, dass du halt doch schon sehr gute Gegner besiegst. Und dann kriegst du aber nur so fragwürdigen Loot, ne? Wo du denkst dann so, dann sind hier in den Kisten Steine und Pflanzenfasern. Also, nichts für ungut, aber wenn ich es schaffe, solche Gegner zu besiegen, dann sind mir Steine und Pflanzenfasern einfach ziemlich egal. Joy of
Moment. Prophezeiung der Geburt einer Hexe. Prophezeiung der Geburt einer Hexe. Consumer Bonus Gift. Ein vom Archivar selbst manufaktes Skript. Prophezeiung der Geburt einer Hexe. Ich traue mich jetzt nicht, das Ding hier zu benutzen, um ehrlich zu sein. Ich habe Angst, dass ich dann hier irgendwas beschwöre, was ich da nicht mitnehmen kann. Ja, hier das mit dem Stahlfeuer, das ist ja noch halbwegs in Ordnung, ne? Das ist ja noch so ein Loot, den fühle ich ja noch ein bisschen wenigstens. Müsste eine Mod dafür geben, mit dem besseren Loot. Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich schwer zu balancen, weil du halt so viel Loot hast und so viele Gegner. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es schwer ist, dann da adäquaten Loot zu vergeben, aber es ist teilweise wirklich fragwürdig. So, warte mal. Hier können wir doch nochmal ein Köpfchen holen. Leider nicht. Es gab jetzt hier auch nur eine legendäre Waffe, ne? 6 Machtfragmente, aber auch kein Dietrich, den haben wir vorhin von der Spinne. Und die Prophezeiung der Geburt einer Hexe. Also für die Machtfragmente war das hier oben gar nicht schlecht. Sonst an sich schon ein bisschen enttäuschend eigentlich, ne? Dafür, dass das hier so gut bewacht ist mit 5 von diesen 3 Totenkopf Skeletten. Dafür hätte ich gedacht, es ist ein bisschen besserer Loot. Ja. Heute mal mit der Pipi-Mod-Admin-Konsole und dem Item-Table beschäftigt. Ja, ich muss mir das auch noch in Ruhe angucken. Also zumindest die Pipi-Mod, dass ich davon einen Überblick habe. Aber ja, das braucht einfach noch einen Moment. Man kann bestimmt wie immer viel mehr damit machen, als man eigentlich braucht, ne? Gibt's hier noch was? Hier auf diesem einsamen Eiland. Bitte lass es was Wertvolles sein. Lass es überhaupt was sein und wenn, dann was Wertvolles. Die Insel schreit nämlich danach, dass sie ignoriert werden möchte. Und dann aber irgendeinen geilen Shit beinhaltet. Flamme im Norden. Haben wir nicht schon andere Flammen gefunden? Flamme im Süden? Ja, genau. Flamme im Osten. Dann gibt es bestimmt auch irgendeine Flamme im Westen. Das ist nicht dein Ernst. Hier ist einfach mal nichts Besseres drin als eine leere Kiste. Ach komm. Das ist ja Scam ohne Ende, ey. Dann ist hier wenigstens schon mal eine Kiste und dann nischt. Einfach mal nischt. Auch mal nischt droppen. Einfach auch mal leere Kisten einfach platzieren. Na gut. Die Gier und so weiter, ne?
Da hat die Gier wieder reingehauen. Ja, so ein bisschen halt, ne? Also, es dürfen durchaus Sachen an Spots sein, die schwer zu erreichen sind. Oder die allgemein, ja, vielleicht ein bisschen abgelegener sind, ne? Da dürfen durchaus auch mal schöne Sachen liegen. Dass man denkt so von wegen, ja, geil, dass ich mir die Mühe gemacht habe, da hinzukommen. Aber dann eine Kiste hinzustellen, und dann ist da gar nichts drinne. Ja, weiß ich nicht. Das ist bestimmt sonst die Schaufel drin. Ja, genau. Genau das. Das war die Schaufelkiste. Ja, ich hab's befürchtet. So, wir reiten jetzt hier einfach nur noch durch. Tja, nicht in diesem Spielstand, würde ich sagen. Ja. Gehe nicht über los. Ziehe keine Schaufel ein. Erzähl mal hin, einmal ist sie drin, ja. Belastend. Nein, ist schon in Ordnung. Aber nochmal sieht mich diese Insel definitiv nicht wieder. Wir machen es uns jetzt woanders schön. Da drüben nämlich, auf der Insel. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ja, das ist ja das Ding, ne? You never know, ja. Man weiß es nicht. Man kommt in den meisten Orten ja hier auch nur ein einziges Mal vorbei. Und... Bist du ein Hundebaby? Nee, du bist eine Hyäne, oder? Ja, aber das ist genau der Punkt, ne? Du kommst halt hier nur einmal vorbei, siehst dann so, boah, crap, und dann kommst du hier nicht mehr her, weil du denkst so, nee, das brauche ich ja nicht nochmal. Ja. Stopp. Hier gibt's was. Flaschenpost. Tanzanweisung. Ein Tänzchen. Warte mal, das machen wir mal schnell. Moin. Ja, zieh durch. Zieh durch. Ja, natürlich. Jawohl. War das überhaupt möglich? Also so sich selber das Bein und dann durchspringen? Wie hat er das gemacht? Warte. Mach's nochmal. Da. Was ist ein Angeber? Der Angebertrank. Tanztrank. Oh Gott. Was rede ich schon wieder für einen Stuss? Da. Also ich kann das nicht. Schön. Ganz klasse. Großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Wir könnten da direkt mal rüber gehen, ne? Oh, ich habe ja von Tanzen, bin ich raus, ja? Es heißt irgendwas wie chimärischer Tanz, irgendwas, blibla, blups.
Auf jeden Fall recht kreativ, mit einiger Akrobatik. So, komm mal her. Es wäre, glaube ich, relativ schlau, hier irgendwo, vielleicht oben, eine Bettrolle hinzulegen. Sollte doch was Ungünstiges passieren hier bei den Säbelzahntigern, wäre es nicht doof, einen Spawnpunkt zu haben. Es ist erst 21.40 Uhr, ne? Bin schon 2,5 Stunden heute dabei. Ich habe das Gefühl, wir spielen schon 4, 5 Stunden oder so. Also, total krass. Irgendwie mega kurzweilig. Da ist ein Bär. So, hier wäre eigentlich ein guter Spot, glaube ich. Hier müssen wir aufpassen. Also hauptsächlich hier oben in die Ecke möchte ich, ne?